Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario und Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario und Rabbids Sparks of Hope. Ja, beim letzten Mal haben wir Dr. Spinnings Labor besucht, da war es ein bisschen stürmisch hergegangen und jetzt stehen wir hier. Haben diese komischen beiden Blöcke hier vom letzten Mal noch. Ich hab die mal hier hingelegt. Und ja. Wir müssen noch rausfinden, was wir damit anstehen. Aber ich habe das kurz bevor ich die Folge nochmal gestartet habe, geprüft. Wir haben genügend, um endlich diesen Planetenschlüssel zu kaufen. Also diesen Winterzeitschlüssel. Und den gönnen wir uns direkt. Und da wir noch 2 Münzen übrig haben, gönnen wir uns das hier auch noch sofort. Okay. Mich interessiert aber gerade erstmal, was diese beiden Rabbits wollen. Irgendwas mit Feuerknechen. Was wollen eigentlich die Feuerknechte in der Gegend? Brauche ich etwa deren Urlaub? Könntet ihr wenigstens 3 Feuerknechte aus dem Weg räumen? Einen für jeden Schreck, den sie mir eingejagt haben. Ja, das lässt sich einrichten. Und du? Was möchtest du? Er will diese Blöcke. Er will die für sein Haus. Okay. Nehmen. Guck mal, dann haben die ihren Bestimmungsort doch direkt gefunden. Perfekt. Dann nehmen wir jetzt den hier mit. Und der kommt dann auch da rein. Da unten sehe ich den dritten. Ich denke mal, die speichern sich. Ich will nämlich jetzt erstmal zu dieser Tür gehen. Weil ich nicht weiß, wie lange das dauert. So, die Tür war hier oben. Daran erinnere ich mich noch. Die war ganz oben, meine ich sogar. Das heißt, ich muss noch mal einen höher. Ja, hier so im Bereich war sie, da vorne. Dann kriegen wir nämlich wieder einen neuen Spark. Ich gehe mal aus dem Bild für die Sequenz. Sehe ich es gerade richtig, dass da keine Gegner sind? Okay, wenn da keinerlei Gegner sind, dann sollte das relativ easy werden. Aber erstmal kurz die Lage checken, aber nicht weiß, worum es überhaupt geht. Also, die Kanone, die zielt auf den Spark. Das heißt, mein Hauptziel ist es, die Kanone frei zu kloppen. Dafür muss ich, glaube ich, entweder den Schalter da hinten drücken. Nee, ich muss den da oben betätigen. Da hinter dem Stein habe ich gesehen, ist eine Kiste. Und die muss ich offenbar hier drauf schieben. Okay, das wäre dann auch schon mal geklärt. Ich weiß sogar, wie ich die da hochbekomme. Es war klar, dass der runtergeht. Weil es gab ja weder links noch rechts, wo der hätte hingen können. So. Drauf damit. Und ich sehe auch, was wir danach noch mit der Kiste machen müssen. Man sieht es ja an dem Feld da unten. Den muss ich umschmeißen und dann kann ich die Kiste darüber ziehen. Und der macht wahrscheinlich mir da offen. Aber wo ist das Teil, womit ich den Schalter da hinten betätige? Ah, da. Okay, alles gefunden. Das ist wesentlich einfacher als das Rätsel davor. So, jetzt brauche ich die Kiste da hinten. Da ich mit dem Ding nicht klettern kann, muss ich das Teil,
was da auf den Schalter kommt, also auf in diese Säule da, höchstwahrscheinlich auch nach oben schieben. Ich hatte nicht vor, da reinzugehen. So, das ziehen wir mal. Das lege ich da drauf und lass es schon mal hochfahren. Ein sehr einfaches Rätsel. Vor allen Dingen, ich werde ja nicht mal behindert irgendwie. Ein Free Spark, würde ich sagen, ne? Ich habe ja gesehen, wie der sich bewegt. Der kommt da drauf. Und dann schiebe ich den einfach, ne? Ja, ultra easy. Komm her. Und ich würde sagen, damit haben wir einen neuen Spark. Die Kanone war ein bisschen buggy, aber es geht. Und wir haben Dracula Rasa. Zum Glück habt ihr mich gefunden. Hier war es echt langweilig. Bin gespannt, was der kann. Der sieht mir jetzt erstmal so nach einem Sturmrempler aus. Falsche Taste. Sparks. Da, Dracula Rasa. Oh. Der hat so gesehen Vampirismus. Heißt, er heilt sich, wenn ich mit dem jemanden angreife. Das wäre was für Rabbit Mario. Statt dem Aquaflux. Bewerten wir den direkt auf. Okay. Ach, Aeronaut muss ich auch noch aufwerten. Habe ich in letzter Folge offenbar nicht gemacht. Okay, jetzt müssen wir noch Feuerknechte verprügeln und wir müssen zwei Eisblöcke finden. Ein Feuerknecht ist direkt hier oben. Den machen wir als erstes platt. Hätte ich gewusst, dass ich dich verprügeln muss, hätte ich den Dreck verprügelt. So, komm her. Okay, wir müssen vier Gegner besiegen. Einer ist direkt hier unten. Ich würde sagen, ich gebe den hier die Möglichkeit, auf den, also den Mario auf ihn hier unten rauszuhüpfen. Und sie lasse ich direkt nach da oben. Sollte doch auf alle zielen. So, Sturmklinge ist aktiviert. Dann gehe ich mal hier hoch. Und mach mich mal unsichtbar. Kann ich wohl unbehindert von hier oben aus angreifen. Mit ihm mache ich auch nur die Sicht. Ich kann ja Feuer noch auf die Sicht packen, aber das wäre ineffizient. Ich setze mich mal hier hin. Kann ich zumindest seine Wand ein bisschen zertrümmern. Der Feuer juckt nicht. So, jetzt kann Rebella die gut treffen. Das Gute ist, der kam runter.
Trifft auch Luigi, ne? So, dann scheuchen wir die mal aus der Deckung raus. Da kann man nämlich besser treffen. Ich greife mal zuerst mit Rebella an. Und suche jetzt einen Winkel, wo ich am besten alle treffe. Ja, alle werde ich nicht treffen. Aber alle töten. Also egal, in welchem Winkel ich mich hingestellt hätte, ich hätte nicht alle getroffen. So, das war Feuerknecht Nummer 1. Jetzt den da unten als nächstes. Bei dem Eisblock. Und dann noch den da. So, komm her. Och nö, einsame Wölfe muss ich bekämpfen. Die bekämpfe ich auch so gern. Aber ich muss nur die zwei einsamen Wölfe besiegen. Einer hier unten und einer da oben. Da würde ich sagen, mache ich zuerst den oben platt. So, komm her. Der ist sogar schon tot. Das war Nummer 1. Wann ist das geschenkt? So, zack. Und tschüss. So, das war Knecht Nummer 2. Und auch Block Nummer 3. Habe ich die Fahne hier eigentlich schon aktiviert? Ne, jetzt habe ich sie aktiviert. Ja, Sternenteile, die hole ich mir sofort, nachdem ich den Block abgegeben habe. Jetzt brauche ich nur noch einen. Ich würde sagen, kümmern wir uns aber erstmal um den Knecht da. Oh, da ist der Eisblock. Und wieder einsame Wölfe. Sehen wir's durch. Der erste ist wieder hier unten. Auch mit dir. So. Ich booste mal den Angriff. Mit ihr gehe ich dann hier zu dem. Und mach mal meine giftige Welle. So. Geben wir ihm jetzt erstmal die Raserei. Gut, er ist schon tot. Der wird es eine Runde überleben. Aber ich sollte ihn easy ausschalten können. Aua. Na, ich heile mich selbst. Danach Mario heilen. Tschüss.
Und mit Tschüss meine ich Tschüss. Die anderen konnte ich ignorieren. Ja, das war easy. Und das Teil kann ich ja jetzt auch direkt hier abgeben. Wow, 3 Planetenaufgaben innerhalb von 15 Minuten. Ist okay. So. Den Block muss ich doch bestimmt darüber tragen. Feuer frei. Hier ist kein Teil, wo ich es reintun kann. Ich will diesen Block erstmal irgendwie verwerten. Da ist ein Auge, auf das ich was drauf werfen muss. Okay, dafür war der da. Ich finde es schön, wie buggy das hier ist. Da ist was zum Zerlegen. Halt, damit ich an das Auge rankomme. Aber ich muss ja erstmal das Ei da oben kriegen, ne? Feuer frei. Da ist auf jeden Fall eine Trittleiter. Die machen wir jetzt erstmal nach unten. Ich komme hier nicht rüber. Aber ich muss dahin. Irgendwas fehlt hier. Eventuell kommt das ja, wenn wir den Palast gemacht haben. Na gut, dann machen wir die Schlacht da vorne. Okay, was ist denn mein Job hier? 6 Gegner besiegen. Wir heilen erstmal unser Team. Was haben wir denn hier an Gegnern? Bei uns in der Nähe schon mal gar nichts. Das ist schon mal gut. Ich sehe 3 Wölfe und einen Feuerknetsch. Das wird doof. Okay, so oder so muss ich mit allen auf jeden Fall einmal hier hoch. Ich denke mal nicht, dass ich auch nur ansatzweise weit genug komme, dass ich hier sinnvoll verwerten kann. Hoch mit dir. Solange ich irgendwie geschützt stehe, passt das schon. Ich hasse diese Wolf-Gegner, ne? Also deren Fähigkeit ist so ekelhaft. Beziehungsweise der Schaden, den sie machen. Da unten kommen welche. Okay, bis hier vorne kann ich hinlaufen, ohne dass es mich irgendwie betrifft. Und hinter der Wand können die mich eh nicht treffen. Ich mache mal die Heldensicht an. Du bist der Einzige, der gut genug steht, dass ich ihn treffen könnte. Könnte heißt nicht, dass ich es tun werde. Zumindest nicht auf Anhieb. So. So, dann mache ich mal bei ihm auch den Blick an. Und hoffe einfach mal, dass jetzt nicht Wölfe von unten kommen. So, zack, weg mit dir. Den kann ich auch hinrichten. Ja, mach deinen komischen Wolfsichter an. Ich treffe dich trotzdem. Ach, natürlich kommen Wolf von hinten. Die machen halt so extremen Schaden. Das ist so ekelhaft. Yeah.
Ich mach mal bei Luigi Unsichtbarkeit. Kann ich nah genug rangehen, dass Mario alle boosten kann. Okay, sie trifft den. Weg mit dir. Dann habe ich jetzt nur noch ein Problem aus einer Richtung und nicht mehr aus zweien. Superpilz. Ja, die snipp ich. Mit ein bisschen Glück kann ich dich mit Mario finishen. Ja, gut so. Die können so hochklettern? Och, Mann, jetzt hör aber auf. Aua. Der volle Knitsch ist halt echt gar kein Problem. Die anderen sind das Problem. Ich muss nur zwei umnieten. So, ihn treffe ich. Und ihn treffe ich eventuell. Ich will die damit einfach nur von mir weg haben. Okay, er trifft nicht. Ja, mit dem Spritzangriff kriege ich ihn eventuell aus meinem Sichtfeld. So, wenigstens einen kriege ich jetzt noch tot. Wenn er wieder zurückkommt, dann schieße ich den weg. Waren das nicht 6? Oder habe ich erst 5 umgenietet? Ja, der schießt jetzt Mario wahrscheinlich tot. Okay, doch nicht. Doch, er ist tot. Ich hasse diese Typen. Die sind so schrecklich. Okay, ihn treffe ich mit Schleim. Ich versuche ihn jetzt noch umzunieten. Komm, bitte triff! Mach! Also dieser Mob ist halt der ekelhafteste von allen, mit Abstand. Drückt viel Schaden und kann dich über die ganze Map treffen und zusätzlich hat er auch noch hier so eine Gefahrensicht. Wie den Eisenblick. Das ist so schrecklich. Komm, bitte. Oh. Das war ekelhaft. Das war ein ekelhafter Kampf. Einfach nur ekelhaft. Okay, dann können wir jetzt zum Winterpalast.
Oder besser gesagt, wir können hier schon mal für die nächste Folge hin. Ich heile auf jeden Fall jetzt einmal kurz das Team. In den Planetenmünzen warten wir noch. Was wir machen könnten, wäre eben kurz neue Pilze kaufen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Wir kaufen mal 5 neue Pilze. Kaufen nochmal 2 von denen. Und den Rest gebe ich hier aus. Ja komm, hier, gib mir die Sterntränke. Würde ich sagen, stellen wir uns hier hin und ich sag dann mal, dass hier für heute vorbei ist. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Ein Like da lassen, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.